Hallo zusammen, zurück zur nächsten Map-Vorstellung. Heute geht's in den Südharz. Ja, die Map seit gestern draußen. Durch Zufall entdeckt, gleich gesagt, okay, die muss man ja mal angucken. Steht viel dazu drin, alles schön in Deutsch, man kann es gut ablesen. Global Company möglich und Seasons Value ist ja auch dazu nur noch. 690 Megabyte groß. Download über Uplink uploadet, das müsst ihr halt wissen. Das dauert also bei normalerweise ohne Premium-Account, wie bei mir zum Beispiel. Download von 3,5 Stunden. Jo, wir haben Spaß, aber egal. Für gute Map macht man das gerne. Deshalb zeige ich es euch jetzt auch. Und dann könnt ihr selber eure Meinung darüber bilden, ob sich das jetzt lohnt, das runterzuladen oder nicht. Ich finde schon mal, das, was ich bis jetzt gesehen habe, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und deshalb gucken wir mal rein. Na? Ajo. Ah ja. Okay. Jo. Die Map sieht momentan so aus. Ein Riesending von Map wahrscheinlich wieder, würde ich behaupten jetzt einfach mal. Wir haben Multifrucht hier Schrocken dabei. Sonst sehe ich nichts anderes. Hier müssen wir rausgehen, so ist ja das besser. Also das sind die momentane Früchte, die sind einfach verbaut. Genau. Wir haben hier verschiedene Feldgrößen, verschiedene Feldformen, alles mögliche. Eine Mühle haben wir oben. Pferde haben wir hier, eine Tankstelle haben wir hier, einen Shop. Beziehungsweise das müsste eigentlich der Shop sein, wenn man sehen würde. Ja, Shop, da ist er. Hofsilo haben wir hier. Palettenwerk, Gewächshäuser, Viehhand, Sägewerk, Petersdorfer Kompostanlage, Güterverkauf. Oh, haben wir hier noch Schönes. Was das jetzt soll, warum die noch keine Bezeichnung hier, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist das noch nicht der Freigabe. Wahrscheinlich wird da kommt eine Erweiterung noch. Ich würde mal versuchen, vermuten, dass eine Erweiterung kommt. Obstlager, Sägewerk, Kartonwerk. Man sieht, Global Company lässt grüßen, ne? Momentan mit der aktuellen Version habe ich sie jetzt drauf. Ich hoffe, sie funktioniert auch. Mühle, habe ich ja schon gesagt. Molkerei, Obstverarbeitung, okay. Stimmpeter, okay. Strohhalle und Reparatur und Verkauf hier unten. Hier ist sonst nichts mehr. Da läuft da so eine rote Linie. Ich vermute mal, das ist die momentane Map-Grenze. Und die anderen sind praktisch noch nicht aktiv oder noch nicht Freigeber. Uns gehört alles das Grüne. Hier außenrum weiß ich nicht, warum das so ist. Ich denke mal, wie gesagt, Update kommt wahrscheinlich schon, könnte ich mir vorstellen. Aber lassen wir uns mal überraschen. So, hier die Felder haben gehören uns alles schon. Ob das jetzt alles richtig ist, kann ich nicht beurteilen. Was kosten die Felder so? Es dauert ein bisschen, bis es wieder grün wird. Oder blau wird, sagen wir mal so. Deshalb mache ich das jetzt einfach mal irgendwie so, dass man es vielleicht besser sehen kann. So, die Felder, man sieht es jetzt am Preis, ist vollkommen in Ordnung, sehr günstige Felder hier, auch relativ große Felder bekommt man hier noch zum recht guten Preis, kein Problem, also ich denke, ja, alles okay. So, Verkaufsstellen gibt es momentan die hier, ja. Hier sind auch Obstplantage oder sowas drin, Obstverkauf, was sind das, Pflaumen, weiß nicht. Kirschen vermutlich. Futschuk ist schon eine Fruchtdrink, oder? Vermutlich. Das ist der Rocken. Brennerpaletten, Paletten, Bretterpaletten und hier sind dann die normalen Paletten. Milch, Käse und Papier oder so. Ne? Und was sind das? Brombeeren? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. So. Was gehört uns zum Start? Dieser kleine Fuhrpark, klein, okay, das sind schon relativ große Maschinen zum Start. So, was sind hier für Sachen noch drin? Ein paar, ja, diverses, haben wir hier was anderes drin? Nö, Silos, nö. Dekorationen auch nichts Größeres. Hallen sind auch keine drin und Farmhaus. Hier haben wir auch nichts Besonderes drin. Hier bei den Big Bags haben wir auch nichts. Streusatz, also das ist wahrscheinlich normal jetzt. Genau.
Und Ballenhals. Sonst haben wir hier nichts. So. Die Frage, ist das jetzt unser Hof hier? Oder sieht es jetzt bloß so aus? Ah. Das sind Apfelbäume. Ihr seht hier. Nährstoffe. Hat das gute Ding hier. Ist ziemlich ländlich gehalten hier. Inklusive ein Unterstandsfass, sagen wir es mal so. Die Apfelbäume hier, haben die alle hier? Oh ja, die haben alle hier. Aber haben wir alle schon Nährstoffe? Genau. Mit R kann man drauf gehen. Und dann kann man hier praktisch auslagern. Oder ja. So, das dürfte jetzt eigentlich unser Hof sein hier. Richtig idyllisch hier eigentlich die Karte schon, muss ich jetzt mal der erste Eindruck. So, hier geht die Tour, hier geht die Tour auf, ja klar. Unterstände hier. Hier hinten haben wir noch Wasser. Ne, das dürfte Dünger sein, ne? Ah ja, ihr seht ja hier. Pflaumenbaum, der da hinten dann wahrscheinlich. Überall die Bäume mit Global Company verbaut, Respekt. So. Gucken wir mal hier rein. Hier stehen schon mal zwei Traktoren drin. Hier steht noch Dünger rum und das dürfte bloß Deko sein. Was ist das hier? Eine Abladestelle, oder? Hier ist Hofsilo. Okay, und wo kommt sie da raus? Hier kann ich es abladen, aber wo kommt es raus? Hm. Hier drin vielleicht? Nö. Keine Ahnung. Hier stehen wir einen Teil unserer Gerätschaften rum. Gucken, wo wir hinlaufen müssen, bitte hier runter. Gehen wir hier drüber. Das ist jetzt zwar überall, wie gesagt, Global Company an den Bäumen. So, aber hier sind jetzt keine Tiere, gell? Nee. Okay. Wir laufen jetzt gerade in die falsche Richtung. Gehen wir hier nochmal hier hoch. Zack, da ist der Hof. Zum Teil des Häufchens. Und wir sind hier in Buchholz im Harz, natürlich, klar. So. Was haben wir hier Schönes? Nochmal Unterstände hier. Der Baum auch, oder? Ja, das sind alles. Oh, alles verglobekompensiert sozusagen. Wenn man das so, wenn man das so nennen kann, ne? So, das seht ihr auch mal, wo wir hier sind. Burgring Hohenstein, Campingplatz, sehr schön gemacht, wirklich sehr, sehr schön gemacht hier. Wow. Wo müssen wir jetzt hin? Gehen wir mal da rüber. Und dann würde ich sagen, biegen wir hier ab. Also hier ruckelt hier schon noch. Was ist hier eigentlich? Nur ein Spielplatz. Hier sind übrigens, hier dürfte nochmal Unterstand von unseren Maschinen sein, Teil davon. Das dürfte uns aber hier auch noch gehören eigentlich. Schön, schön. Jetzt Moment mal. Das ist der Händler, oder? Das ist der Händler. Aber ich sehe hier gar keinen. Das hier drin. Nicht kaputt machen. Nee. Hier ist zwar der Händlerzeichen, ne? Aber ich sehe kein Symbol. Okay. Ja, wie gesagt, ich glaube nur nicht, dass die Karte fertig ist. Und wir gehen jetzt mal hier hoch, gehen ein bisschen, soll auch was sehen. Hier haben wir schon mal den ersten Stall. Ist auch wieder schön gemacht hier. Einfach mal ein anderer Weg, also anderes Material, ein Weg hier so ein Fußballplatz. Hier haben wir dann noch eine BGA.
Okay. Hier haben wir noch ein Tor, das können wir schön aufmachen. Und einfach auch mal wieder ein anderes Modell hier, wo man hier reinschmeißen muss. Ne? Zwei Silos. So, jetzt haben wir hier einen Stall. Beziehungsweise das ist das hier eigentlich. Das ist ja klar, das sind Unterstände hier. Ja, ich denke, die Map verschwinden wird ein bisschen schnell, bisschen länger dauern. Also könnt ihr schon mal einen Kaffee auspacken hier. Das dauert ein bisschen hier. Sieht schön aus, sieht schön aus. So. Auch mal andere Hallen wieder. Also die Hallen habe ich so auch, glaube ich, auch noch nicht gesehen. So, jetzt ist die Frage natürlich aller Fragen. Wo kann ich hier Reitstunden kann man hierfür einbauen, okay. Die Frage ist jetzt halt wirklich, wo kann ich jetzt hier? Ich blick's gerade nicht. Wir machen einfach mal das hier an. Tor schließen. Ist das jetzt hier bloß Deko oder was? Nee. Ach, hier gehen noch Tore auf, okay. Ich sehe hier kein Licht an, okay. Hier ist ein Tor. Okay. Hier auch noch mein Tor, aber ich sehe hier keinen. Also, entweder bin ich gerade blind oder gibt es hier. Das kann ich nicht aufmachen hier. Tor öffnen, ja, gut, das geht hier auf, ja, und dann. Also, sorry Leute, ich kriege jetzt hier gerade irgendwie, habe ich es gerade nicht gesehen beim drüberlaufen. Aber ich weiß hier nicht, wo ich hier die Tiere kaufen kann. Tut mir leid. Wir kommen in Bärmanns Acker, oder? Dermanns Acker oder Bärmanns Acker, je nachdem. Aber es ist echt schön, mal überall Verkehrsschilder. Überall habe ich auch die Bäume mit Global Company natürlich, ne? Der hier zum Beispiel jetzt nicht. Auch Hühner sind verbaut. Apropos Hühner. So, hier kann man dann nicht mehr weiter. Hier kann man weiter. Hier kann man nichts einstellen, okay. Aber auch hier ist denn überall Global Company verbaut. Was ist das hier? Hier kann man nichts machen, ne? Okay. Die geheimen Ecken, was hier passiert. Das ist wieder ein anderer Weg hier. Da kann man auch hier hoch zu dem Haus. Und dann hört es hier auf und hier, wobei hier geht es in den Wald rein. Ja, okay, das ist die Map-Grenze hier. Okay, gut. Ja, hier hört die Welt auf, so die Map auf. Okay, gut, alles klar. Gehen wir zurück. Aha, okay, cool. Fledermauswald, ne? Vielleicht fliegen da vielleicht nachts so Fledermäuse in die Gegend. Okay, nette Sache hier. Glaube ich zwar jetzt nicht, dass das geht, aber
Bin ich wieder im Wald gefangen? Sag mal. Hier sind auch wieder ein paar Felder von uns hier. Ihr seht hier ganz andere Formen wieder. Noch eine ganz andere Form. Auch hier unten jetzt, dann hier drin, zwischendrin und so. Also komplett was anderes. War mit Sicherheit auch ein Weilchen Programmierzeit, bis die so weit gestanden ist, wie sie hier ist. Ah, okay, stopp, den Gipsabbau. Ah ja, okay. Moment mal kurz, da war ja doch irgendwas hier oben. Ja, ja. Was haben wir hier noch Schönes? Hier haben wir übrigens einen Komposter. Ja, Kompostieranlage. Hackschnitzel reinschmeißen, Stroh, Gras. Gras, okay. Heu, Silage, Häcksel, gut und mischt. Und dann... Halt, nein, so will ich es doch gar nicht. Hallo. Dann kommt Kompost dabei raus. Treibstoff braucht er natürlich auch, ne? Okay. Ankauf. Okay. Cool. Das ist jetzt hier auch so. Güterverkauf, okay. Was ist das jetzt hier? Ah, Tiermenü. Okay, ah. Dann machen wir doch jetzt einfach einmal großer Schweinestall. Wenn wir das hier schon so machen können, dann kaufen wir uns einfach mal ein paar Schweine. Zack. Dann haben wir großer Schweinestall, große Schafweide, ein paar Schafe. Lass uns auch sehen, auf dem Hof, wie das dann großer Hühnerstall, wie es aussieht eigentlich, oder auf den Höfen. Ihr seht ja oben auch die Zahl. Wenn ihr wissen wollt, wie viel da pro Stall reinpasst. Pferdestall wird maximal 8 reinpassen, genau. Zack. Was haben wir jetzt noch? Pferdestall, große Viehweide. Passen einfach 200... Kühe drauf, dann kaufen wir einfach mal einen Stapel mit 20 Stück oder so. Zack. Große Viehweide, okay, gut. Super. Dann haben wir das hier auch hinter uns. Hier drüben ist noch ein Gewächshaus verbaut. Da könnt ihr auch ohne Probleme abliefern. Das gehört uns wohl dann auch schon. Genau. Und jetzt wird es lustig, der Hanne, nämlich, was ist das da? Das ist ein Palettenwerk hier. Also auch Global Company. Wie gesagt, das könnt ihr auch nutzen. Das können uns ja schon irgendwie. Das finde ich mal cool. Man muss es jetzt nicht mehr kaufen und man fährt es hin und gut ist. So, jetzt haben wir hier aber noch irgendwas. Das passt mal auf. Guck mal hier. Das ist einfach mal ein Ding hier. Mitten in der Pampa in eine Schafweide. Die auch sich bewegen, nicht statisch sind. Ne? Echt schön. Echt total schön. Top. Dann haben wir hier... Das ist der Händler da unten. Okay, was haben wir hier noch schön? Was ist denn das hier? Das ist ja mal cool. Zum Ding herstellen. Silage herstellen. Aus Holz. Einwandfrei. Super. Ja, ich bin mal gespannt, ob der Modell was rausbringt. Also, da würde ich doch mal vielleicht drauf spielen auf der Karte hier. Die gefällt mir jetzt hier. So, die ist vielleicht noch nicht ganz fertig, ne? Landhandel, da waren wir ja vorher schon, das ist der Kompost. So, das hört jetzt hier wieder auf. So, jetzt müssen wir einfach mal hier rüber. Respekt. Ich hoffe, da passiert noch was. Also die Städte sind wirklich sehr, sehr schön angelegt, das muss man echt sagen. Okay, hier die Karte wieder auf. Ich laufe immer gegen das Map, die Map-Grenze. Ich gucke nicht auf die Minikarte unten, das ist mein Problem. Auch jetzt das hier ist echt total schön.
hier noch? Was ist hier noch mal Wettermeise? Nee. Lebensrahmen, Totholz. Okay. Aber auch solche Sachen, das ist ja genial. Das sind sogar Flugzeuge hier. Ob das jetzt normal ist, das weiß ich nicht. Aber das ist echt, das schweift von den Flugzeugen. Echt top. Was ist hier? Okay, bloß ein Hochsitz. Da ist Grenze. Okay, da ist eine Grenze verbaut. Das macht ja aber nichts. Wobei, alleine spielen die Karte wird schon problematisch, würde ich behaupten. Und schon wieder Standort Glockensteine. Na, schon wieder eine andere Karte hier. Okay. Schön. So, was haben wir hier Schönes? Ah, wir haben es echt gut gemacht hier. Wieder ein Hof. Sieht so nach Schweinehof aus. Hier schlicht verbaut. Hallo, ich will hier raus. Lässt mich nicht raus. Okay, gut. Okay, nicht weiter schlimm. Wir gehen einfach hier wieder raus. Hier haben wir Schweine. Ja. Hier ist Mist. Was haben wir hier sonst noch? Hier ist auch noch irgendwas. Seht ihr? Kartonwerk schmeißt hier Ding hin. Europaletten. Und Kartonpaletten kommen raus. Plus Hackschnitzel natürlich für, ja. Was ist das hier? Das weiß ich jetzt nicht. Ah, da schmeißt man die Hackschnitzel rein wahrscheinlich dann. Okay. Schön. Falls ich irgendwas übersehe, sorry. Aber es gibt einfach zu viel gerade. Was ist das hier? Das ist ein Pferdestall, oder? Nee. Okay. Nein, dies mache ich den Fehler nicht mehr. Was ist hier? Das raucht bloß so. Okay. Okay, gehen wir mal hier rüber. Okay, die Map auch wieder auf. Jetzt ist die Frage, wo sind wir denn jetzt ein? Wir sind jetzt hier unten, gell? Wo waren wir denn noch nicht? Noch gar nicht. Sägewerk, Kartonwerk waren wir schon. Hofsilo waren wir, bei der BGA waren wir. Das haben wir alles abgefestigt. Genau, Gewächshaus. Richtig. So, jetzt gehen wir einfach am besten mal zur Molkerei. So, das ist die Molkerei. Ihr könnt eure Europaletten hinbringen, Milch, und dann kriegt man praktisch Haarmilch und Käse. Käsepaletten raus, genau. Okay. Nee, war ich noch gar nicht. Man merkt es am Ruckeln. So, hier haben wir wieder ein paar Schilder. Buchholz. Stimmt, Peter. Okay. Hier. Hier auch wieder Landhandel. Hier ist der Landhandel verbaut. Dann ist hier nochmal irgendwas verbaut. Was ist das da? Da haben wir auch noch irgendwas. Was ist das jetzt, irgendwas hier? Ah, hier war's. Okay. Ah. Dürfte ein Verkauf hier sein, ne?
So, was haben wir hier sonst noch? Der Landhandel. Hier kann man noch irgendetwas kaufen, wie es aussieht. Hier irgendwo. Ah, hier. Hier die Obstverarbeitung. Bringt ihr Europaletten, bringt ihr Kirschen, bringt ihr Pflaumen, bringt ihr Äpfel und dann gibt es Fruchtsaft. Ist auch mal eine super Idee. Passt für Deutschland, ne? Gut, das waren wir hier gewesen. Molkerei haben wir gesehen. Würde ich sagen, wir gehen jetzt nach hinten ein bisschen in die Ecke. Gucken noch, was es hier noch Schönes gibt. Ja, und das ist hier Zukunft, weil hier schlussendlich die Map-Grenze schon ist. Ja, hier ist die Map-Grenze, man sieht sie ganz leicht. Also ich klar hoffe, dass die Karte noch verweitert wird und noch verbessert wird. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier ist die Molkerei noch verbaut, da waren wir ja schon, aber hinten waren wir noch nicht. Wieder neues Schild. Lebensraum Wald. Lesen kann man es hier nicht. Da oben kann man es lesen, aber das ist doch super. Also ich muss sagen, Respekt. Die könnten wir vielleicht mal spielen. Na? Ja. So, waren wir jetzt überall, oder? Wir haben uns die Kuh-Viehweide. Haben wir uns nicht angeguckt. Seht ihr? Da waren wir jetzt nämlich noch gar nicht. Hier ist die Viehweide verbaut. Und die haben auch eine schön große Auslauf hier. Hier ist Mischt, so irgendwo es kennt. Hier kann man auch rein mit dem Stall. Da ist ein bisschen baufällig hier. Kommt die auch hier rein, ja, oder? Ich denke schon. Schön. Gut, das haben wir auch gesehen. Was haben wir noch nicht gesehen? Ich gucke gerade noch mal. Tieranlage, Güterverkauf, Einkauf, Hühnerstall haben wir noch nicht gesehen. Hühnerstall. Ja, der ist hier. Ah ja, der war hier am Hof. Ah ja, okay, super. Alles klar, der ist hier praktisch verbaut. Kann man auch hier aufmachen. Da sieht man es auch, also der Pflaumenbaum wieder. Super. Okay, das haben wir auch gesehen. Ich glaube, Pferde. Pferde haben wir noch nicht gesehen. Naja, gut. Jetzt sind Pferde auf dem... Jetzt sind sie hier auf der Weide. Und haben mächtig viel Auslauf für 8 Pferde. Respekt. Super. Super, einwandfrei. Schön, schön, schön. Okay, Leute, bevor das Video jetzt noch länger wird. Ich glaube, ich habe es meiste euch gezeigt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Däumchen. Und der Link ist wieder in der Beschreibung. Wir sind wieder sagt auf einfach. Download. Okay, ist nicht weiter schlimm. Und würde ich sagen, bis zur nächsten Map-Vorstellung oder Mod oder Projekt, je nachdem. Und ja, eine wunderschöne Karte. Mit vielleicht noch mit Update, mal gucken. Ja, und dann würde ich sagen, bis denne und ciao.